Und worauf achte ich dann, wenn ich so ein gutes Stück Fleisch gekauft habe bei der Zubereitung? Ich will es ja schließlich nicht zerstören. Richtig, richtig. Wichtig ist, egal was ich jetzt für ein Teilstück habe, dass das wirklich eine sanfte und schonende Behandlung auch wirklich erfährt und dass die Garung natürlich auch entspannt vonstatten geht. Jetzt hängt es natürlich schon ein bisschen von den Teilstücken ab, ob ich jetzt einen großen Schmorbraten habe, der natürlich im Ofen erstmal mehr Temperatur braucht, oder ob ich ein zartes Stück habe. Viele gehen jetzt in die Richtung Steak, Kurzbratstück, ganzes Filet, und das ist ja im Verhältnis zu einem Schulterstück, Bäckchen oder was anderes, was eher gemasert und eher fetter ist, ist das ein mageres Stück und im gereiften Zustand natürlich sehr, sehr hochwertig, nicht nur vom Preis, sondern auch was die Zartheit, was den Geschmack angeht. Und da muss ich natürlich wirklich sehr, sehr sanft vorgehen, sprich nach dem vorsichtigen Putzen des Fleisches, sprich diese Stücke, die eher zäh werden würden beim Anbraten, die ich entferne, die ich aber wieder für Fleischfonds, für Soßen natürlich verwenden kann, dass ich das rundherum einfach schön anbrate, dass ich auch so ein bisschen Röstaromen einfach bilden, dass es einfach geschlossen ist, wie man so schön sagt, und dass ich das dann beispielsweise in einem Ofen, den ja die meisten Menschen zu Hause haben, ganz normal auf Ober-Unterhitze bei entspannter Temperatur, beispielsweise 90 Grad und Ober- und Unterhitze, eine Zeit lang, je nach Größe und Teilstück, sagen wir mal eine gute Stunde, entspannen lassen. Dann sammeln sich wirklich die Säfte in diesem Filet, sage ich jetzt einfach mal, dann werden die Muskelfasern auch wirklich wieder locker, weil dieses heiße Anbraten das Fleisch förmlich wirklich stresst. Und da reicht es auch, wenn einige Kräuterzweige einfach mit auf diesem Backblech oder auf dem Rost landen. Ich kann auch ein Kerntemperaturmesser nehmen, was wir in unseren Kochkursen auch gerne präsentieren. Und wenn ich das ganze Stück dann so entspannt aus dem Ofen hole, dann sind die Säfte einfach drin, wo sie hingehören. Und ich kann es in dünne Scheiben aufschneiden, was optisch immer viel schöner ist als ein ganzes Medaillon. Da gibt es jetzt sicherlich verschiedene Philosophieansätze. Aber wenn es schon ein so aufwendiges Stück Fleisch von der Reifung her, von der Haltung her ist, dann muss ich das natürlich auch so sanft und schonend einfach garen. Und das wollen wir in den Fleischkursen natürlich immer vermitteln.